Hey, willkommen zur 30. Folge von Worms 2 Armageddon. Unmöglich, aber wahr. Wir haben schon wieder fast oder genau einen Monat Worms 2 Armageddon gezockt. Jedenfalls Videos der Reihe nach freigeschaltet. Und ihr habt dann einen Monat lang Worms 2 Armageddon geschaut, falls ihr euch nicht gestern erst entschieden habt, die komplette Reihe anzusehen und so. Ja. Heute Rätselmission Nummer 8. Was ein Kopfsprung würde dich normalerweise töten, aber manchmal hat man keine Wahl. Töte den Feind. Oh, 400. Mit Überraschung! Jetpack. Und heilige Granate. Möglich, dass ich hier hochschießen muss. Moment. Jetpack. Oh. Ja, das ist jetzt extrem ungünstig. Hallo, Vita Nova. Kann man dich hören? Ja, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ich bin hier gerade mitten im Worms Let's Play gerade. Ja, und ich komme nicht weiter. Ich habe nur noch eine heilige Granate. Ich glaube, ich muss immer neu starten. Ich versuche das jetzt mal schnell zu machen hier. Möglich, dass man dich jetzt im Let's Play hört über mein Mikrofon. Könnte aber sein, dass man dich gar nicht hört. Ja, mit dem Jetpack geht das auch nicht. Warum auch immer. Das Ding hat nur 30 Dings. Geht nur ganz kurz. Ich hasse Rätselmissionen. Mit Überraschung! Besonders, wenn man nicht weiß, wie es geht. Oder es auf Glück ankommt. So, nochmal und? Irgendwas mache ich falsch. Ich mache hier irgendwas falsch. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal hier anrufe. Kleinen Moment. Bildschirmübertragung. Kannst du vielleicht mal mitgucken, wo ich gerade bin? Siehst du was? Gut. Bist du wieder zu Hause jetzt? Gut, vielleicht muss ich mich auch mit der heiligen Granate durchspringen. Ich weiß es nicht. Obwohl, wozu ist denn das Jetpack? Verstanden! Ja. Mit Überraschung! Ja. Kann ich die heilige Granate vielleicht irgendwie auf Sekunden oder so? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Das ist extrem dumm gerade. Ich komme hier echt nicht weiter. Ja. Jetpack. Wie, Prost? Ja, Prost. Säufst du gerade? Ja, logisch. Nur eine Müllermilch. Also. Auf jeden Fall ist schon mal gut, dass ich unendlich Zeit für diese Runde habe. Ach, weißt du was? Ich spring mich einfach mal selbst. okay. Das kann es aber auch nicht gewesen sein. Ich glaube, man muss hier irgendwie reinkommen. Jetzt hat es fast geschafft. Es ist doof. So. Ein Kopfschwung würde dich normalerweise töten, aber manchmal hat man keine Wahl. Töte den Feind. Toll, was ist mit Kopfschwung gemeint? Mit Überraschung! Kopfsprung, hm? So. Also wenn das jetzt kein Kopfschwung war. Und? Habe ich geschafft? That was riddling genius!
Okay, das war's auch nicht. Ja. Dann würde ich sagen, ich breche die Folge erstmal ab. Ich weiß nicht, kann ich ja mal als Outtake stehen lassen? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Einen Versuch mache ich noch. Ist doof. Verstanden! Letzte Überraschung! Da irgendwie hochkommen. Mit dem Jetpack kommst du nicht hoch genug, um hier irgendwie so hoch zu kommen, dass du irgendwie da im Fass steckst und das Fass vielleicht hochgeht und dich hochkatapultiert. Und die heilige Granate brauche ich wahrscheinlich, um die hier loszuschießen, damit die vom Elektromagnet abgestoßen wird, nach oben fliegt und die Würmer trifft. Die dann bei den Fässern und den Minen landen und kaputt gehen. Ich würde sagen, das ist zwar der Plan, aber wie komme ich dahin? Gut. Und noch ein Halleluja zum Abschluss. Ne. Okay, dann ist hier erstmal Schluss und dann sehen wir uns irgendwann anders mal wieder. Bis denn. So, und weiter geht's jetzt. Ich muss einmal noch versuchen, irgendwie irgendwas zu schaffen. Heilige Granat. Also, es muss irgendwas mit dem Fass hier zu tun haben. Für umsonst stellen die hier kein Fass hin. So viel ist sicher. Ich habe mir auch schon überlegt, in der Nacht. Also, jetzt ist schon ein neuer Tag. Vielleicht kann ich dir direkt anschießen, aber ich glaube kaum, dass das irgendwie klappt. Nee. Die Granate explodiert ja auch nur dann, wenn die auch erst direkt still rumliegt. Es ist zum Verrücktwerden. Verstanden! Also, ich komme weder mit dem Jetpack noch da hoch. Dann frage ich mich, wozu ist. Wo ist der Elektromagnet da? Ich versuche mal, die heilige Granate da oben reinzuschießen. Okay. Soweit, so scheiße. That was riddling genius. Also, die Explosion hat mich jetzt hier rüber katapultiert. Vielleicht schaffe ich das irgendwie, die Würmer hier. Wenn mich die Explosion von da unten. Könnte vielleicht klappen. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Verstanden! Ja! Muss mich die Explosion aber hier direkt treffen? Ich weiß nicht. Jetzt aber mal richtig hier voll aufladen und hoch. Nee, das kann es aber auch nicht sein. Das wäre ja noch schwächer gewesen als. That was riddling genius. Oder ich muss mich direkt draufstellen. Könnte auch sein. Probieren wir es mal so.
Also, ich komme schon mal hoch, aber... Irgendwie? Hey, vielleicht mit dem Jetpack. That was riddling genius. Dafür ist das Jetpack vielleicht. Verstanden! Nette Überraschung! Gut, also ich stelle mich hier wieder aufs Fass. Nehmen die heilige Granate. Schieß ihn nach oben. Ich muss hier irgendwie mal ganz kurz. Das war ja gar nichts. Was war das denn? Ich kann das Jetpack irgendwie nicht auswählen. Toll. Muss ich vielleicht vorher auswählen, bevor ich die heilige Granate. Ich verstehe es irgendwie nicht. Das ist irgendwie Hintergrund-Sound aus. So. Jetpack mal kurz ausgewählt. Ah, scheiße. So geht das auch nicht. Verdammt. Jetzt ist Hintergrund wieder da. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir gleich mal ein Video reinziehen, wie das funktionieren soll. Ja. That was riddling genius. Das war erstmal richtig scheiße. Okay, ich guck jetzt mal schnell nach einem Video. Okay, da sammeln wir die heilige Granate ein. Stellt sich neben das Fass. Okay, so ist gut. So. Okay. Der nimmt nur die heilige Granate. Schießt die da hoch. Und genau so nicht. Also ich war schon auf dem richtigen Weg. Nette Überraschung! Boah, das treffe ich da nicht mehr. Verstanden! Ich habe aber auch nicht ewig Zeit. Verdammt, meine Zeit ist um. Ich habe ja schon mehrere Minuten für meine richtige Aufnahme gebraucht. Oh, genau so. Jetzt haben wir's. Alter, Explosion über Explosion. Und jetzt sterbt. Erledigt! Krass. The fat lady is on in 5. The fat lady is on in 5. Cool. Hätten wir das auch. Gut, dann gehen wir zurück. Und in der nächsten Folge sehen wir dann Rätsel Mission Nummer 9. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis denne.